Wir haben uns im Zuge der Hundeführerschein-Debatte auch dazu entschlossen, die Schutzhundeausbildung zu verbieten. Ich habe jetzt gesehen, dass es auf Facebook und anderen Internetplattformen viel Diskussionen darüber gibt und möchte jetzt einfach die Gelegenheit nutzen, um einmal klarzustellen, warum wir das machen. Mir ist einfach eine Sicherheit in der Stadt ein großes Anliegen. Bei der Schutzhundeausbildung geht es einfach darum, dass Hunde wirklich scharf gemacht werden, zu einer Waffe ausgebildet werden. Und diesen Teil wollen wir einfach in Wien nicht mehr haben, weil ich glaube, das ist nicht notwendig, dass Private einen solchen Hund haben, der zu einer Waffe ausgebildet wird. Und ich glaube, dass ein solcher Hund auch in den Händen von einer Privatperson wirklich eine Gefahr sein kann. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Jeder Hund hat ja einen natürlichen Schutzinstinkt. Das heißt, wenn man sich jetzt einen Wachhund kauft für sein Haus, wird der ohnehin dieses Haus bewachen. Aber er braucht nicht dazu eine eigene Ausbildung zu machen, wie es ja teilweise Polizeihunde oder andere Diensthunde haben. Das heißt, worum geht es mir? Ich möchte nicht, dass Hunde scharf gemacht werden, Menschen oder Tiere attackieren im Zuge dieser Ausbildung. Das will ich einfach nicht. Und aus dem Grund haben wir jetzt drinnen vorgesehen, dass die Schutzhundeausbildung in dieser Form in Zukunft so nicht mehr stattfinden kann in Wien. Dafür gibt es auch viel Unterstützung, zum Beispiel hat die österreichische Tierärztekammer das unterstützt, aber auch die Tierschutzombudsstelle der Stadt Wien, weil es nicht nur sozusagen sicherheitsrelevante Aspekte hat, sondern auch Tierschutzaspekte, weil die Ausbildung, die Methoden, die da teilweise angewandt wird, nicht unbedingt sehr tierfreundlich sind.